So, sind wir wieder da? Hallo, winke, winke. So, seht ihr mich? Ah, ihr könnt mir gar nicht sehen. Facecam ist da dran. Aber ich wink trotzdem. Hallo. So, wo sind wir stehen geblieben hier? Ne? Die Windmühle müssen wir hier fotografieren. Blabla. Zack. Wir haben sie fotografiert. Wahnsinn. Was das wieder Punkte gibt hier. So. Gut. Also Leute, ne? Ich bin hier noch. Also bis 3:30 bin ich hier. Da bin ich aber wirklich weg. Dann bin ich hier wirklich weg. Wenn ihr hier noch die 8 Leute findet, weil hier Michael gesagt hat, 8 Leute fehlen noch. Wenn ihr die findet, dann kassiert ihr noch Bonuspunkte. Ganz klar. Also die Bonusringe, von wegen Bonuspunkte, Bonusringe, gibt es dann noch die 15 Stück. Und dann. Ja, mega geil, ne? Top Gear Werbung. Was für Top Gear Werbung? Jetzt wollte ich hier schauen, wie viel wirklich noch fehlen. Muss auch nochmal schauen. Ist wirklich noch. Ja, tatsächlich, ne? Es fehlen noch 8 Leute. Puh. Haben wir aber Gas gegeben. Wann kommst du wieder an? Ja, heute Abend, ne? Also, ja, heute Abend. Wie schon gesagt, ne, am Nachmittag geht momentan gar nichts, weil ich viel zum Lernen habe. So viel zum Lernen, deswegen kann ich im Nachmittag nichts streamen. Nichts streamen. Aber am Abend bin ich wieder da. Wow, 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 wow. Also nach 22 Uhr, um 22 Uhr habe ich Schule aus. Und dann. Dann eile ich mich natürlich nach Hause. Und dann starte ich schon. Heute am Abend spielen wir wieder mal GTA auf der P auf dem PC. GTA auf dem PC. Und jo. Friedens. Pagode. Aha. Aber ja, einfach, ne? Ich habe eh ganz viele Sachen, wo ihr am Laufenden sein könnt. Twitter, Facebook. Eben, wenn ihr mich hier auf Twitch abonniert und so oder halt followt. Das seht ihr dann eh sofort, wenn ich hier online komme. Wenn ich hier den Stream starte, dann schreibe ich natürlich auch was im Facebook und auf Twitter. Das, was abgeht. Und das seid ihr dann immer voll informiert. Immer top informiert und so. So, boah, da ist es. Da ist es. Wir haben es gefunden. Schönes Plätzchen hier. Machen wir gleich ein schönes Fotochen hier. Zack. Wunderbärchen, ne? Ist das nicht herrlich hier? So. Bodypainting-Mädchen, ne? Kawaii-Dancer. Okay. Seltsame Kawaii-Tänzer hier, alles klar. Juju, okay, lerne auch viel. Bin auch gegen Abend online, dann machen wir noch schönen Tag und die anderen und viel Erfolg bei der. Ja, danke, danke, DJ Martin. Danke. Wir sehen uns dann morgen. Ne, hast du auch hier GTA? Für PC vielleicht? Kannst du gerne mitspielen, wenn du möchtest, ne? Können natürlich alle gerne mitspielen hier. GTA machen wir immer Fewer Games. Die Hunger Games. Da kann jeder mitmachen, sofern er es möchte. Ne? Leute, jetzt erzählt mal hier, ne? Wer bekommt denn nicht Lust in San Francisco zu wohnen, wenn wir hier das Spiel spielen? Da bekommt man irgendwie voll Lust nach San Francisco zu ziehen, oder? Gebt ihr mir recht, oder? Hallo Andese! Hallo, willkommen hier im Stream.
Boah, das ist auch mal ein dickes Monument hier. Halt jemand das Auto da! Was? Welches Auto? Wer ist Auto? Was reden die da? Die labern Müll hier. So, professionelle Hochzeitsbilder. Was? Professionelle Hochzeitsbilder, okay. Das ist auch gleich da in der Nähe. Ah. Hier gleich stalken. Nee, ich bin Konsolenzocker, hab iMac und der fürs Game für krasse Games nicht zu gebrauchen. Okay, und was spielst du für Konsolen, DJ Martin? Spielst du PS4 oder Xbox oder beides? Oder nichts von beiden? Eher Wii U oder so? Ich habe keine Lust in San Francisco zu wohnen. Wieso nicht, Banana? Ist doch schön hier. Hier, wir klappern hier gerade eh die ganzen Boys of Interest ab. Ja, ist auch ein tolles Foto hier, ne? Gibt's kein Internet in Norwegen in einer Waldhütte? Zombies! Boah, da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt hin zu den Zombies. Aber zuerst. Da ist irgendwas. Hecken. Hecke, Heck. Was? Geh raus da jetzt. Tut mir da drin. LOL! Leinart 0809, ne? Umgekehrt Daniel. Wer ist denn das hier? Der Leinart 0809 Xbox One. Ja, damit kann ich leider nicht dienen, DJ Martin. Damit kann ich leider nicht dienen. Hier. Leinart 0809. Wer ist dieser mysteriöse Viewer, der meinen Namen hier als Nickname nutzt, nur umgeschrieben, also verkehrt. Ja, der hetzt Leuten in Livestreams die Cops auf den Hals. Ui. Schlimmer als das. Er sagt, er gehört zu Deadset. Nee, sowas geht gar nicht. Typen wie der schaden unserem Image. Mal sehen, ob ich ihn online finde. Wow, der verwischt seine Spuren echt nicht. Ich habe schon eine Adresse. Ich setze ein Deadset-Statement auf, um ihn bloßzustellen. Und ich erteile ihm eine Lektion. Wir erteilen ihm eine Lektion. Was, Zombies arbeiten auf dem Friedhof? Ich sehe aber keine. Ist das einer? Nö. Seht ihr einen Zombie? Ich sehe ihn nicht. Sind die Zombies? Naja, wir fahren wieder. Keine Zombies hier. Vielleicht sind sie gerade, also Schläfchen machen oder so. Keiner da. Der gute Lennart sagt hier nichts. Dabei hätte mich echt interessiert, ne? Ob er selbst Daniel heißt oder ob er wirklich Lennart heißt. Alles klar, DJ Martin. Hau rein, schlaf gut, ne? Wir sehen uns. Mach nichts, was ich nicht auch machen würde. Wow. Wir haben wieder was gefunden hier. Wunderbärchen. So, wir sind auch noch 10 Minuten hier. Was? Ballett-Fotoshooting. Wo ist denn das? Ja. Was, der kann da nicht drüber fahren. Schlecht ist denn der? Wow, 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 da geht's aber runter. Okay, okay.
Alles klar. In GTA würden wir schon wieder fliegen und irgendwo sich und irgendwo rumrollen und so, ne? Hier, nee, da geht gar nichts. Da bleibst du auf dem Bike wie angeklebt, ne? Das ist ungefähr wie beim Koop, wenn einer hier am Dach steht, oder was? Wow. Okay. Wir werden hier beschossen. Machen wir das lieber so. Ist sicherer. Was ist der da? Okay, genug Fotos, wir haben wieder ab. Wir fahren wieder zurück in die Stadt. Hier über die Golden Gate Bridge, ne? Wahnsinn. Was für ein Feeling. Und Banana sagt, er will hier nicht wohnen, ne? Weil hier voll das Feeling. Weißt du, ist Chris auch schon eingepennt hier? Kann das sein, dass hier der gute Chris auch schon eingepennt ist? Oder muss er hier noch immer seine Freundin anbraten? Keine Ahnung. So, wir fahren gar nicht in die Stadt, wir fahren aus der Stadt. Alles klar, das wollten wir aber nicht. Wieder zurück hier. Wieder zurück. Das Motorrad qualmt eh schon recht gut. Aus dem Weg! So kann man sich auch Platz schaffen, ne? Ah, er flirtet hier noch immer mit seiner Freundin. Der gute Chris. Ich finde das so mega lässig, wenn man hier die Autos hacken kann. Und man einfach sagen kann, hier, zur Seite fahren. Sowas ist mega geil. Fahr weg hier. Danke, danke. Danke fürs Platz machen. Jetzt habe ich keine Hex mehr. Keine Hex mehr. Wow. Lol. Hilfe. Ja. Hoppa, tut mir leid. Wollt ihr das nicht? Nein, er flirtet noch immer nicht. Er taucht doch. Du willst es uns nur nicht verraten hier. Aber in Wirklichkeit flirtest du hier Vollgas. Wie heißt denn deine Freundin hier? Erzähl mal. Sag ihr, sie soll in den Chat kommen, dann können wir alle flirten. Ihr zumindest. Dann könnt ihr alle flirten. Also gib mal was ab hier, Andres. Scherz. Gehört er dir? Aber trotzdem könntest du sie einladen hier. Ein bisschen zuschauen und so. Hallo, Black Dragon. Zu so später Stunde kommt er noch zu Besuch hier. Wahnsinn. Boah, was macht denn der? Ich renn weiter hier. Jack Reacher ist ja schon voll alt, oder? Den Film gibt's ja schon ewig. Den Film gibt's ja, glaube ich, schon voll ewig hier, Jack Reacher und so. Ja klar, erzähl mal hier, Andres, ne? Wie heißt denn die Freundin? Lad sie mal ein hier zu uns im Stream. Können wir uns alle ein bisschen mit ihnen unterhalten hier? Nicht nur du. Du musst mit uns teilen hier. Lol. Okay, ich bin drin. Wer ist der Arsch? Ein Kellertroll. Amateurhacker. Internetabschaum. Das Kellertroll. Ist lustig, aber nicht für ihn. Ja? Das liegt daran, dass du ein Wichser bist, Rick. Ja, Michel. Das liegt aber daran, dass ich einfach keine Zeit für eine Freundin habe. Okay, den kenne ich gar nicht. Lol, wie das Handy hier einfach Feuer fängt. Knast? War das ein Schuss? Scheiß auf die Bullen. Ich leg nen scheiß Kopf um und esse dann ein Sandwich. Ohne Kruste, Bitch. Die Kopf können meinen Schwanz lutschen, diese scheiß Nutten, und dann schieb ich ihnen den Lauf meiner AK rein. Habe nicht verstanden.
Cool. Gefickt. Ich brauche Ihre Adresse. Hallo? Wenn Sie mich hören, antworten Sie. Wenn Sie noch durchhalten, Hilfe ist gleich da. Vier Bildschirme, ey. Einen dritten würde ich auch noch brauchen, aber vier, weißt du, vier. Mit vier wären zu viel hier. Aber ein dritter wäre schon cool. Also, Andreas, erzähl mal hier. War der Notruf von dir? Nein, Sir. Nein? Ich schwör's, echt nicht, ehrlich. Findest du's lustig, die Cops zu verarschen, Kleiner? Das stimmt nicht. Nein, ich war's echt nicht, ehrlich. Ja, wir haben hier nur so einen kleinen Nerv. Geil. Die Szenen gefallen mir am besten, ne? Wenn man hier einfach die Wohnung hackt, irgendwas macht. Sind wir am coolsten hier. Black Dragon! Fuck, der ist wie ein Avatar für alles, was scheiße am Internet ist. Wir müssen ihn schnellstens von DedSec distanzieren. Avatar. Wie stellen wir das an? Für alles, was scheiße hier ist. Wir haben inoffizielle, offizielle Kanäle. Ich habe ein Coming-out für unseren Tiefflieger vorbereitet. Glaub mir, er ist raus. So, wo ist jetzt unser Fahrzeug? Dann nehmen wir einfach das. Das ist schön. Oder? Ja, egal, nehmen wir den. So. Aber als nächstes hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, nein, tut mir leid, es tut mir leid. Tut mir so leid. Lol. Cool. Was geht's? Was geht's? Andreas, jetzt gib mal eine Antwort hier. Ja, diese Organspender hier, ne, Micha? Immer diese Organspender hier. Achso. Buh. So, das nächste Hacken hier. Hack, Hack. Hex, Hex. Und so. Aha. Jetzt hau rein. Schau, was jetzt passiert. Okay, da ist unser CEO. Ich hoffe, das Workout, das er kriegt, gefällt ihm. Los, hau ihn von den Socken. So, hau rein. Geschwindigkeit erhöhen, natürlich. Cardio-Tag. Schneller. Lol. Das muss scheiße wehtun hier, ne? Was Schanze, was laberst du, Andreas? Es geht dann um die Unterhaltung hier. Ich will ja nicht reinbraten, so wie du, ne? Ich wollte ja nur ein bisschen Unterhaltung. Ein bisschen Smalltalk und so. Alles mitgekriegt? Markus, das war das Schönste, das ich heute miterleben durfte. Ich schicke das so lustig. Aus. Der bloße Anblick eines Idioten, der vom Laufband fliegt, könnte der Welt Frieden bringen. Seit wann stehst du auf Frieden? Also rein metaphorisch gesprochen. Rein metaphorisch gesprochen.
So, wie angekündigt, ne? Es ist 3.30 Uhr, Leute. Es ist schon spät. Ich sollte ins Bett. Ja, Chris, auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, ich gehe einmal davon aus, dass deine Freundin hier auch aus Wien kommt. Was soll ich bitte mit einer aus Wien? Geht denn um die Unterhaltung? Mal erzählen, wie sie heißt. Vielleicht einladen hier ins Stream. Bisschen quatschen. Wie gesagt, ich habe eh nicht wirklich viel Zeit für eine Freundin. Meine letzte Freundin, die war ganz lustig, ne? Die habe ich einmal in 3 Monaten gesehen. Das hat einfach nicht funktioniert. Hey, Max. Ja, schlafen gehen, ne? Hier noch ein bisschen labern mit den Leuten. Und dann gehe ich eh. Wollte ich mich eben gerade noch verabschieden. Ja, wie gesagt, Andreas, um das geht's ja nicht. Um das ist das ja auch eigentlich nicht gegangen. Um irgendwelche Chancen, sondern um den Smalltalk und um die Unterhaltung. Jo, nichtsdestotrotz werde ich jetzt aufgehen. Hilft nix. Es hat mich sehr gefreut, ne? Wir sehen uns morgen Abend wieder. Morgen spielen wir hier GTA auf der PS4. Nicht auf der PS4. GTA auf dem PC. Viewer Game und so. Schaltet ein. Seid dabei. Würde mich natürlich freuen. Und ja. Ansonsten schönen Dienstag. Haut rein und man sieht sich, ne? Ich kann nicht glauben, dass du noch Single bist.